Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde GTA Vice City. Wir sind, wir haben letzten Mal hier aufgehört und haben das letzte Mal das erste Mal unseren neuen Kumpanen kennengelernt. Und ja, wir starten jetzt wieder durch. Dem uns erstmal zu unserem Auftraggeber geben. So, wo können wir überall hin? Wir könnten entweder zu Carlos, glaube ich. Entweder, ich weiß es nicht genau. Ja, das sind die ersten Folgen von GTA Vice City, sind ja mittlerweile online. Und ich habe gesehen, es ist eigentlich ganz gut angekommen. Die Leute haben gesagt, yeah, bisschen Retro und so. Und da habe ich mich natürlich gefreut, weil ich ja eigentlich ein ganz großer Fan von der Serie bin. Und schön, dass ihr es so annimmt. Wie gesagt, wenn das hier gut läuft, dann wird auch GTA San Andreas gezockt. Wenn das weniger gut läuft, dann kommt auch kein GTA San Andreas. Dann lohnt sich das Ganze nicht. So. Mr. Versetti. Colonel. Thank you for coming. Please sit. Lobster? No, thanks. I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. I've been carrying Gonzalez for years, but now his incompetence reaches new heights. It's only right that you kill Gonzalez. Did he do it? It's the money that's important to me. For this kindness, I'll reward you. And then we will find your money together. He will be at his penthouse, half drunk probably. Use this. Oh ja. Ein bisschen mit der Kettensäge rumfuchteln. Warum auch nicht? So, aber erstmal weg, damit wir ein bisschen schneller laufen können hier. Ein bisschen besser agieren. So. Ich hier nicht irgendwas. War hier schon auf jeden Fall mal so ein Strandbacken. Da ist er. Oh Mann. Ich habe ja gesagt, wenn ich die Dinger sehe, dann nehme ich die mit. Hier hinten ist eins. Von diesen Päckchen. Nehmen wir den Strandbuggy. Schön Stil, echt. Du weißt, die passt auch perfekt. Geiler Sound. Ja, wie ich schon mitbekommen habe, wie gesagt, haben einige von euch geguckt und haben auch schon gesagt, dass wir es cool finden und so. Und so. Ja, dementsprechend wird das hier auch erstmal weiterlaufen. Nicht jeden Tag, also am Sonntag und am Montag sind zwei Folgen rausgekommen. Aber nur weil halt, ja, weil es beide Feiertage war, weil es super ist. Dann fragen mich halt voll viele Leute, ob ich dennoch was mit dem YouTube zusammen mache und so. Und ich sag mal so, die Fragen, ihr könnt gerne fragen und so, aber es wird auf jeden Fall was kommen. Bald werdet ihr auf jeden Fall schon mehr erfahren. Vielleicht habt ihr zu der Zeit noch mehr erfahren. Mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen. Oh, weg mit der Frau. Genau, müssen wir zu diesem Penthouse von dem Typen. Und da sind wir auch schon. Raus aus dem Teil. Ach so, lol. Ach ja, und hier rein. Don't tell anyone about this. I'm gonna shut that big mouth of yours. He's got a blade. Stop running, you fat slime ball. Oh, and away from me, you cheap bastard. Ah, herrlich, ey. Immer dieses übertriebene bei GTA. Stand still and I'll make it quick. Na, eigentlich geht's schon mal so. But you're squealing. No one cares, Batso. Und der Typ hampelt hier ein bisschen vor uns rum. Voll spektakulär, die verfolgen. 2 mm. Aber wir müssen lange genug rankommen.
Wir kommen mal ein Stückchen näher. Und zack. Jetzt werde ich allerdings gesucht. Jetzt muss ich mich schon längst verpissen. Wir können das Ganze schon ein bisschen... Ja. Fahrzeug. Genau. Da kann man nämlich hier schon mal durch den Stern fahren. Dann haben wir sogar nur noch ein Sternchen. Und dann geht das alles was schneller und was einfacher. Was habt ihr so zu Ostern gemacht? Habt ihr irgendwie mit der Familie was gemacht? Oder mit, habt ihr einen netten Osterkorb bekommen? Also bei mir war dieses Ostern nicht so spektakulär. Aber das ist auch nicht so das größte Fest bei uns. Also am größten ist eigentlich wie bei fast jeder anderen Familie auch Weihnachten. So, jetzt gehen wir wie immer erst abspeichern, weil das Spiel das ja nicht automatisch macht und man immer wieder alles neu machen müsste. Deswegen bleibt uns doch nichts anderes übrig, als ganz kurz mal eine Abstände zu machen und die abzuspeichern. So. Auf Ruhe. Ja, heute ist Sonntag. Sonntag war schon. Heute ist Montag. Und ich habe eben noch was anderes aufgenommen. Da überlege ich halt noch, ob das andere überhaupt online kommt. Das habe ich einfach mal so zum Fun aufgenommen. Da weiß ich noch nicht genau, wann das kommen wird. Aber ich sag mal noch nicht was. Aber wenn, dann kann ich es nochmal ankündigen. Ja, uns haben ein paar Leute gefragt, ob ich Minecraft aufnehme. Ich hab Minecraft, also gekauft und spiele das auch zwischendurch mal. Allerdings, ich bin so schlecht in Minecraft. Also, was heißt schlecht? Aber es ist halt wirklich so, ein Spiel, das ist super cool, man kann echt kreativ sein und sowas. Aber das macht meines Erachtens auch nur wirklich Spaß. Und da kenne ich leider recht wenige, die das recht häufig spielen, außer Leute von Facebook. Aber deswegen wird grundsätzlich erstmal kein Minecraft kommen. So. Aber das schließt es nicht aus. Also es könnte noch sein. Ich werde mich aber erstmal auf sowas wie Battlefield und sowas konzentrieren. Schlagende Argumente. Da kommt so aus dem Urknall, kommt in die... Come in and park yourself on the hide, son. Hell, my daddy used to say, never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothing. This guy's my new friend. I never had a friend with a weight before. Das ist eine coole Mission, die jetzt kommt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es die einfachste war, aber die war lustig. So, wir müssen uns erst mal eine Golfklamotten besorgen und dann in den Golfclub. Hat hier eigentlich noch was? Da konnte man gar nicht machen, oder? Ne, aber hier auf der Sprungschanze kann man später, meine ich, hier wäre das gewesen, ja, kann man bis zum Dingens, bis zum Golfplatz fliegen. Da war noch eine Waffe, das wusste ich doch noch. Ja.
Was mich beeindruckt ist, dass GTA Vice City, obwohl das schon ein bisschen älter ist, eine mega große Welt eigentlich schon hatte und zwar, ja, wie gesagt, nicht mehr das Hübscheste ist, aber trotzdem halt gut gefüllt. Viele haben auch gesagt, dass sie es cool finden, dass ich GTA 5 spielen werde. Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf dieses Spiel freue. GTA ist einfach mein Leid, also wird mit zu den Spielen, die ich am liebsten spiele. Und GTA 5 wird natürlich bahnbrechend. Is this me? Nice ass, baby. Nice ass. Ja. Wir kommen natürlich folgerichtig mit einem kleinen Strandmobil-Buggy an. Direkt neben dem Porsche parken hier. Zack. Und dann mal in den elitären Golfclub. Zielperson ist auf der Driving Range. Ah, ich kann mich gut dran erinnern. Ja, man kann dann die Waffen weglassen. Aber die Kettensäge hat man noch. Und man kommt da hinten ganz gut hin. Ah, man kann das aber auch... Moment. Ja, aber ich glaube, in der Kettensäge ist das schneller down. Also behalte ich die erstmal. Außerdem ist die ein bisschen cooler. Kannst jetzt hier so einen Golf-Caddy nehmen und dann darüber düsen. War mal einen kleinen Umweg hier. Weil es gerade so schön ist. Lol, auf der einen Seite kommt der locker vorbei und hier ist es schwer. So, ich meine, dass wir da hinten. Hier unter der Brücke ist auch was, meine ich. Wir können ja mal gerade aussteigen, wir haben ja gerade ein bisschen Zeit hier. Okay, ne, dann verwechsel ich das. Ja, und viele fragen mich auch immer so, was noch für Rubriken kommen werden, was ich mir so gedacht habe. Also eine davon will ich jetzt einfach schon mal nochmal verraten oder zumindest mal ein bisschen anteasern. Also dazu kommt noch eine Ankündigung und dazu wird dann auch noch ein bisschen, muss man ein bisschen überlegen, wie ich das Ganze aufzeichne und so. Aber es wird so eine Art Programm für euch geben. Und zwar, da ich ja Zeichner oder Illustrator und Designer bin, habe ich mir halt überlegt, wäre es eine coole Idee, das Ganze euch auch mal zu zeigen, wie sowas abläuft. Und gerade das Skribbeln und das Zeichnen kann man auch ganz gut aufnehmen. Und deswegen hatte ich aber überlegt, da eine Rubrik zu machen, wo ich aber noch nicht genau weiß, wie sie heißen soll. So. Oh, wow, wow, die hauen mir aber ganz schön auf den Sack schon. Und ich weiß noch, dass das recht schwer ist, den Typen da wegzukriegen. Man muss die nämlich alle... Ja, okay. Es kann sein, dass ich jetzt total am Abwiesen bin. Ja. Die cashen mich jetzt hier richtig weg. Okay, das ist ein bisschen buggy gerade. Ja, da habe ich noch Glück gehabt. Der Typ hier. Ich das auch erstmal mit Kettensäge einbauen. Das macht dem gar nichts. Will der nicht? So, weg mit dem. Wo läuft denn der andere rum? Hatten denn irgendwelche von den Knarren? Da vorne fährt er. Jetzt kommt das mega epischste Rennen, was ihr jemals gesehen habt. Mit 11%. Oh Mann. Bei dem muss man nur, glaube ich, die Rundenzeiten so ein bisschen abwarten. Ich weiß nicht genau, wie das aussieht, ob man den irgendwie umwerfen muss. Wir probieren es mal aus. Wie gesagt, das Ganze ist schon lange nicht mehr gespielt. Manche Sachen wusste ich noch, manche Sachen weiß ich nicht mehr. Wir cashen den erstmal ein bisschen, versuchen das Auto von dem ein bisschen zu demolieren. Das Problem ist halt, die Autos in GTA stellen sich halt immer, oder zumindest stellen sich in dem Teil. Oh, wo ist er jetzt? Ah! Moment, das kann ich gut gebrauchen.
Hoffentlich flüchtet der nicht aus dem Park raus. Das wäre ungünstig. Oh, er macht das, oder was? Tatsächlich? Nein! Steig aus! Oh Mann. Alter. Alter. Ja, super. Das war aber auch buggy jetzt, muss man einfach mal so sagen, ey. Mein Gott. Tja, Leute, sorry, da habe ich ein bisschen umgelegt. Hätte ich gesagt, war das auch irgendwie ein bisschen komisch. Ich habe nicht ganz genau gedacht, was jetzt als nächstes gemacht werden muss. Ich konnte mich auch nur darum, dass ich mal eins mal einen Park gekriegt habe. Das ist ganz einfach, aber wir haben jetzt auch wieder 100% Energie. Ich glaube, es gibt auch eine Möglichkeit, die Waffen damit reinzunehmen, aber wir werden es nochmal jetzt gucken. Ich drücke das jetzt direkt schnell weg, ne? Damit wir das nicht mehr hier uns nochmal antun müssen. So, weg damit. Ja, wissen wir schon. Müssen wir uns tatsächlich nochmal diese Wolfkleidung holen. Aber naja. Jetzt haben wir zumindest eine schöne Erfahrung. Ja, wie gesagt, nochmal zu den Rubriken. Also es wird wahrscheinlich eine Rubrik geben, die nennt sich Let's Scribble. Ein Ankündigungstrailer und eine Erklärung für den Ganzen gibt es dann noch, wie das Ganze abläuft, weil ich will nicht einfach nur zeichnen. Ich will mit euch ein bisschen agieren und will von euch ein bisschen, ja, ein bisschen Feedback haben. Und gucken, ob ihr überhaupt daran Interesse hättet und sowas. Also schreibt euch in die Kommentare, ob ihr euch, auch wenn ihr noch nicht genau wisst, worum es geht, ob ihr Bock auf sowas hättet, außerhalb der Spiele mal was anderes zu sehen. Für die Trailer-Show oder für das Zocken. Trailer-Show. Aber für, wie heißt es? Die zwischendurch mal über Kinofilme und sowas reden, habe ich schon gehört, dass das eigentlich von euch, sag ich mal, was heißt erwünscht, aber was ich jetzt zumindest so mitbekommen habe, ist, dass das schon ein paar eigentlich ganz cool fänden. So, und so kommen wir nämlich auch hier rein, ohne die Waffen abzugeben. Und die Typen sind da auch, ja, das Problem ist halt, Ach so, wir müssen da sowieso erst durch. Ja, Moment, ach so, ich bin nicht in den Kreis gegangen. Ja. Gut. Weil wir müssen auf jeden Fall, das ist wesentlich einfacher mit Schusswaffen. Und ich weiß schon, ich habe das damals so gemacht. Ich habe mich da eben dran erinnert, wie das ging. Na los. Genau, einfach hier rüber und dann ist man hier drinne und braucht gar keine Angst mehr zu haben, dass man da den Typen nicht so schnell killen kann, weil mit Waffen wird das Ganze wesentlich einfacher sein. Man erhält automatisch einen Golfschläger, einen Golfschläger dazu, ist das nicht wunderbar? So! Jetzt kann der Typ mich nämlich mal am Arsch lecken. Jetzt erschieße ich den nämlich direkt von hier unten. Who is this guy? Boys, deal. Get to that psycho. So. Läuft da noch direkt mal richtig tolle Musik drin. Mir ist gar nicht klar, ob man den hier schon ausschalten kann. Ah. Komm raus, Junge. Der will es aber auch wissen, ey.